Höhepunkt im Herbst sind die Laxemburger Schlosskonzerte. Reger Besuch ist aufgrund der hohen Qualität garantiert. Es erwartet das Publikum ein spannender Bogen, wo es inhaltlich um Liebe und Vergänglichkeit geht. Chorwerke, die man so nicht üblicherweise hört, das sind Bearbeitungen für 16-stimmigen Chor bis 8-stimmigen Chor. Und wie gesagt, der Bogen spannt sich von Komponisten wie Brahms, Gustav Mahler, Richard Wagner, also Garanten für diesen Inhalt. Was führt den Kammerchor nach Laxemburg? Eine Einladung vom Herrn Heinrich Schneider, wo wir jetzt schon zum zweiten Mal sein dürfen. Und wir freuen uns sehr, dass sozusagen er uns noch einmal das Vertrauen schenkt, dass wir hier noch einmal auftreten dürfen. Der erste Grund ist der, dass der Wiener Kammerchor als einer der drei besten Kammerchöre Österreichs gilt, neben dem Arnold-Schönberg-Chor und dem Chor Rossini und Nomine. Und ein zweiter Grund ist auch, dass ich selber vor etwas mehr als 50 Jahren Mitglied dieses Chores war und von dort her gesehen diesen Chor seit langem sehr, sehr schätze. Die Liebe, ein umfassendes Thema. Wie kann man das als Chorleiter interpretieren? Mit viel Liebe, möchte ich sagen. Ja, das eine ist sozusagen die Druckerschwärze, die die Sänger vor sich haben, aber das andere ist sicherlich eine Brücke zu finden, die Emotion und die Komposition, die der Komponist vor sich hatte, das auch dann so rüberzubringen. Kaum einen schöneren Saal für diese Musik, weil er auch akustisch wunderbar trägt und auch historisch sozusagen auch viel gibt. Und das bringt auch, also wir merken hier auch beim Musizieren die Stimmung, die der Saal hier auch den Werken zuträgt. Ich habe das Gefühl, dass gerade in den letzten Jahren viele junge Leute wieder zum Chorgesang finden, die sicher einerseits die Gemeinschaft suchen, andererseits aber in dieser besonders schönen Form des gemeinsamen Musizierens Erfüllung und viel Freude finden. Dieser Chor singt wie lange schon zusammen? Den Wiener Kammerchor gibt es schon seit 1946, allerdings in dieser, mit unterschiedlichen Chorleitern natürlich. Und ja, ich darf ihn jetzt seit 2007 quasi alleine künstlerisch leiten. Thank you.